So, moin, da sind wir wieder. Ja, das letzte Mal hier haben wir ja. Können wir das eigentlich nochmal machen? Warte mal, das war jetzt Set. Deine Fähigkeiten sind erstaunlich. Gefällt dir, ne? Ja, und was passiert denn da eigentlich? Ja, gut, hier ist der Hundenapf, geht hier hoch. Ach nee, die Uhr. Tschüss. Also, wir sollen diesen Typen hier auf Neon begleiten oder hinbringen. Ist jetzt immer noch die Hauptquest. Wir müssen nur gucken, ob er die nochmal richtig aktiviert hat. Wartet mal. Wir gucken gleich mal, wenn er das hier geladen hat. Mach hinne. Könnten wir uns ein wenig unterhalten? Jetzt? Na gut. Mich würde etwas interessieren. Ich weiß, dass du auf ungewöhnliche Weise zur Constellation gekommen bist, aber du warst nicht verpflichtet zu bleiben. Du hättest einfach das Artefakt abliefern und gehen können. Warum bleibst du? Es ist einer der Trupp und sie braucht meine Hilfe. Ich liebe Rätsel. Mir ist diese Woche sonst nicht viel los. Reden wir ein andermal drüber. Es ist ein netter Trupp. Sie engagieren sich für ihre Sache. Das ist ebenso selten wie bewundernswert. Meine Vergangenheit ist kompliziert. Und jeder in der Constellation weiß, dass ich selten darüber spreche. Aber meine Familie hat immer betont, wie wichtig es ist, einen Sinn im Leben zu haben. Man braucht einen Daseinszweck. Es ist wichtig, Ziele zu haben. Hoffentlich nimmst du dir auch genug Zeit, um Spaß zu haben. Mach mal die Ziele. Ein Ziel ist etwas, worauf man hinarbeitet. Ein erwarteter Erfolg. Das ist nicht dasselbe. Ich glaube, es wird manchmal mit den Worten "Der Weg ist das Ziel" umschrieben. Als ich erstmals nach New Atlantis gekommen bin, war ich entsetzt, wie viele Menschen ihren Alltag wie Drohnen abspulen. Sie arbeiten, essen, schlafen. Alles ohne irgendetwas um sich herum wahrzunehmen oder sich darum zu kümmern. Gefügsam. Ihr Leben ist so ganz anders als in weiten Teilen der besiedelten Systeme. Sie wissen nicht, wie gut sie es haben. Glaubst du wirklich, zu leben muss man kämpfen müssen? Inwiefern ist ihr Leben anders? Machen wir das. Du findest, ich urteile vorschnell. Vielleicht hast du recht. Durch einen Lebenssinn überwindet man Leid und Not. Ich weiß das, diese Menschen sind ahnungslos. Machen wir das. Das habe ich. Und ich habe mich oft gefragt, ob es all die Mühe wert war. Meine Familie ist in den besiedelten Systemen einzigartig. Ich bin außerhalb der United Colonies und des Freestar Collective aufgewachsen. Meine Eltern und ihre Eltern vor ihnen waren überzeugt, dass man niemandem außerhalb der Familie vertrauen kann. Du kannst dir vorstellen, dass es schwierig ist, ohne Kontakt zu anderen im Weltall zu überleben. Ich hätte das Leben nicht gewählt. Ich hätte diese. Das klingt nach einem schrecklichen Leben. Warum sollte deine Familie unbedingt unabhängig sein? Macht mal Es das. hat sich als wertvoll erwiesen und mich zweifellos mehrmals gerettet. Doch vorerst haben wir zwei unseren Sinn wohl in der Constellation gefunden. Jupp. Das muss für den Moment reichen. Es freut mich, dass wir dieselben Ziele haben. Ich genieße unsere gemeinsame Zeit. Danke. Missionsstatus, Aktivitäten. Aha. So, welche Quest ist nicht aktiv? Geld macht's möglich. Reise nach Neon. Ja, das machen wir auch. Mit, hier, gehen wir gleich zum Kern, oder? Ach ne, der will hier hin, oder? Will er dahin? Wir gehen mal dahin. Egal jetzt. Und gucken mal, was da passiert, ne? Hier stinkt es überall nach Fisch. Man sollte meinen, dass das die Leute abschreckt. Geh duschen. Ach, das steht im Regen. Okay, also mussten wirklich hier unten hin. Findest du das gut so? Hm.
Riechst du das? Baustellen, Weihrauch, Industriechemikalien jeder Art. Aber der Gestank von Rissbarsch lässt sich nicht vertreiben. Ist schon wieder Rissbarsch. Habe ich auch nicht gehört. Eine heimische Fischart. Wer weiß, wie es hier aussähe, wenn ihre psychotrope Wirkung unentdeckt geblieben wäre. In der Theorie eine reiche Proteinquelle, in der Praxis eine Partydroge. Und die Praxis gewinnt natürlich. Hat angeblich mit dem natürlichen Öl des Rissbarsches zu tun. Die daraus gewonnene Droge heißt Aurora. Ach, da kommt der Kram her. Gehen wir? Wir müssen bei Stroud Eklund Halt machen. Wenn große Summen gezahlt werden, muss das selbst bei so einem Fall zuerst genehmigt werden. Melde dich im Hauptquartier von Stroud Eklund. Ja gut, da ist meine Nase wieder ätzend zu, dann gehen wir halt mal dahin, ne? Kommt ihr mit? Ne, da muss ich wieder alleine machen. Was kann ich das hier eigentlich? Hängt da so rum? Ne, kann ich nicht. Wenn wir den langen Gang hier wieder lang gehen. Kommst du mit, ja? Jetzt kommen sie beide mit. Die Security interessiert es viel mehr, was man bei der Abreise aus Neon mitnimmt, was wieder rennt, du. Als was man herbringt. Ja. Es sind erstaunliche Mühen. Wir hätten da natürlich auch jetzt eben schnell reisen können. Wenn sich Credits verdienen lassen, ist einfach alles möglich. Ja, so sieht's aus. Fast alles, ja, doch alles. Was? Datenträger voll in 57 Minuten? Was sagt meine Software hier? Wo muss ich hin? Da hinten muss ich hin. Muss ich mal im Blick behalten, mein Datenträger, glaube ich. So, wo ist denn das Ding hier? Henofresh, aha. Mein Gott, wo wollen die jetzt hier hin? Mein Gott, ey, wahrscheinlich in die obere Chefetage, ne? Firmensitz. Walter ist sehr stolz auf seine Firma. Und das zu Recht. Seine Schiffe sind sehr hochwertig. Mr. Stroud, wir haben Sie nicht erwartet. Komm raus. Schon in Ordnung. Ich muss bloß kurz zu meiner besseren Hälfte. Ist sie hier? Ja, ich werde sie anmelden, Sir. Du kennst Stroud? So ein Glückspilz. Meine bessere Hälfte? Walter. Isa. Geht es um letztes Mal? In den Markt für Luxuscruiser zu investieren wäre ein Fehler. Unsere Kernkompetenzen liegen woanders. Nein, es geht um... Warte, ein Fehler? Unsere Schiffsdesigner sind in den besiedelten Systemen unerreicht. Die designen Privat- und Militärschiffe, Walter. Unterkünfte im großen Stil für Touristen sind eine ganz andere Sache. Oh, tut mir leid. Anstatt mit meinem Partner zu streiten, sollte ich mich lieber vorstellen. Issa Eklund, die besagte Eklund aus dem Unternehmensnamen. Ich bin entzückt. Ich beneide dich und deinen Partner um den Erfolg. Wieso sagt er hier gleich du? Oh, wie reizend. Walter, woher kennst du diese Person? Ich beneide dich. Wir gehören beide zur Constellation. Richtig. Die kühnen Entdecker, von denen mein Partner so schwärmt. Du solltest seine Rede dazu hören. Ist das wirklich nötig? Oh, mir stockt immer der Atem, wenn er das macht. Wirklich. Diese Leidenschaft. Würde er so mit dem Vorstand reden, müsste ich sie nicht besänftigen. Wir sollten heute unbedingt noch mehr in Verlegenheit. Nein, ich finde es auch, das muss jetzt wirklich nicht sein, was für eine Rede. Von wem war die, Walter? Dem Gründer der Constellation. Sebastian Banks. Seine letzte Ansprache vor seinem Verschwinden. Walter, warst du ein Fan? Ich suchte bloß nach Gleichgesinnten. So wie wir alle. Ich bin noch nicht so lange bei der Constellation wie andere. Aber von dem, was ich gesehen habe, passt die Beschreibung. Kommen wir zum Punkt. Wegen unseres Anliegens. Warum seid ihr hier, Walter? Der Vorstand tagt nicht. Und bis zu unserem Urlaub dauert es noch. Es geht um das Sonderkapital. Ich brauche alles. Ach, hat das zufällig mit deinem bevorstehenden Treffen in der Astral Lounge zu tun? Davon habe ich nie erzählt.
Hast du wieder meine Dateien hacken lassen? Du hast damit angefangen. Kann gegenseitiges Misstrauen irgendwann wieder zu Vertrauen führen? Das frage ich mich gerade. Bei sowas setze ich auch immer nur auf Freelancer. Bekriegt ihr euch immer gegenseitig? Mach das mal. Oh, ist bloß ein kleines Scharmützel. Wenn wir beide allein sind, kann Walter sehr zuvorkommend sein. Wer Geschäft und Privates mischt, muss trennen können. Okay, das Treffen ist also wieder mal in der Lounge. Ein äußerst riskanter Ort für ein geheimes Treffen. Das war das Ziel. Ein neutraler öffentlicher Bereich. Nur nicht an Hilfe. Oh, du musst mich helfen lassen. Ich habe an alles gedacht. Durchleuchten wir den Verkäufer. Was sind seine Ziele? Dann überprüfen wir die Astral Lounge auf Sicherheitsrisiken. Für den Fall, dass etwas schiefläuft. Und es wird was schieflaufen. Wir bestechen Türsteher, ändern die Zugangscodes. Ganz genau. Dann erledigt ihr das alles, während ihr beiden... Dann erledige ich das alles, während ihr beiden hier wartet. Den Verkäufer durchleuchten, die Astral Lounge absichern. Alles klar. Mach mal das. Verzeih meinen Egoismus, aber ich würde gerne etwas Zeit mit meinem Mann verbringen. Außerdem muss die Zahlung bewilligt werden. James Newell ist der Broker, der unseren Verkäufer kennt. Er kann dir weiterhelfen. Die Astral Lounge ist leicht zu finden. Hier, das ist für laufende Kosten. Schließlich übernimmst du jetzt. Wir treffen uns hier. Ich werde bei der Verhandlung anwesend sein, versprochen. Ich lass dich nicht allein. 1000 nur. Frage nach der Security, finde mehr über den Verkäufer heraus. Da war jetzt nichts optional, sondern ich muss. Na gut, gehen wir mal unten gucken. Wo müssen wir hin? In die Lobby müssen wir. Ach Gott, was wird denn das jetzt wieder? Wir wollen ja das Artefakt kaufen. Wo wollen wir denn eigentlich als erstes hin? Was guckst du so blöd? Was? Du. Hier. Gleich gibt's was auf die Ohren. Ich glaub, der spinnt, du. Müssen wir Autosave, ja gut, nee, machst du Autosave, hast du dann hier 5 Millionen Kopfgeld-Credits. Mehr passiert da ja eh nicht. So, Cyberpunk ist hier angesagt. Sieht komisch doch mal aus. So weit, ach hier. Falls du Vorräte suchst, hier findest du sie. Hast du Lust, was zu kaufen? Du hast neulich ein Treffen, ich habe einen Flyer. Machen wir es bei dem Flyer hier. Dann zeig mal her. Keine schlechte Idee. Es könnte funktionieren. Danke fürs Überbringen. Das ist nämlich noch diese komische Quest. Dietrich wird die Zahlung einstellen. Was? Mach mal das. Kann sein. Oder auch nicht. Gehen wir da 2500 zahlen, helfen dir diese Credits auf die Sprünge über... Boah. Normalerweise kosten Infos was. Ach Gott. Ich frage im Namen von Walter Schraut. Er kann dich bestimmt bezahlen. Hör auf, meine Fragen auszuweichen. Ich weiß, dass du etwas mit dem Verkäufer zu tun hast. Mach mal das. Ich könnte es auf seine Rechnung setzen. Du hast schon vom Kontakt zwischen Walter und dem Verkäufer kassiert. Ein Zahltag reicht. Huch, jetzt kann ich wieder nicht. Na, guck mal. Was ist das denn? Da war doch eben noch was anderes. Das ist ja wieder Herz allerliebst. Doch, das eigentlich mal. Verlange ich für jede Info Credits. Allerdings. Okay, viel weiß ich nicht. Habe aber einen Freelancer auf ihn angesetzt. Sleep Crate One. Ich werde die Einheit für dich markieren. Heute musste ich ein paar Typen verscheuchen. Sleep Crate. Durchsuche die. Ich weiß nicht mal, auf welchem Planeten sie sind. Ach, das ist hier dieses. Das sind doch bloß Kids, James. Das ist hier dieses Loch da, wo die drin pennen. Das ist hier. Warte mal, da muss man, glaube ich, hier runterfahren. Ja. Da geht's, meine Nase ist wieder zu, geht's nach unten und dieses Sleep Crate worden, da müssen wir hin. Na, guck mal. So, Dele. Hä? Ja, genau. So, was?
müsste hier ums Eck sein. Und weil da waren wir schon mal. Also glaube ich zumindest. Geh weg, Mensch. Wenn es noch einmal fischt. Bayou Plaza, was ist denn im Bayou Plaza? Bin ich ja jetzt schon wieder gelandet, warte mal. Also doch, also nochmal, warte. Muss nochmal gucken, ob der die richtigen markierten Questmarker hat. Das ist ja wieder Mist hier. So. Mach mal F. Geld macht. Durchsuche die Sleepcat des Verkäufers. Ach, bin ich vorbeigerannt? Ja, hier. So. Tür verriegelt. Entsperren. Einsteiger. Naja, du, das kriegen wir hin. Also glaube ich zumindest, wisst ihr? Ich habe mir die Skills noch nicht gemacht, damit der blaue Rahmen da blau ist. Was ist denn das hier überhaupt? 2, 4, Quatsch, 3, 5. Das kann es auf jeden Fall nicht sein. Dann kann es ja eigentlich nur das sein, ne? Schlüssel verwenden. Schlüssel verwenden. Dann müsste es der hier sein. Geht nur so und dann diese zwei auseinander, richtig? Jawohl. Schlüssel verwenden. Oh, meine Nase ist zu. Schlüssel verwenden. Ich habe etwas mit dir zu besprechen. Schon wieder? Warte. Ich speichere mal. So, wir speichern. Computer. Persönliche Korrespondenz. An Musgrove wahrscheinlich. Vielleicht weißt du es nicht, aber dein Arbeitgeber ist im Besitz eines Objekts, auf das andere ein Auge geworfen haben. Ich weiß, du arbeitest dort gerne, aber reden kann noch nie geschadet haben. Außerdem weiß ich etwas über deine Laufbahn, das du sicher auch wissen möchtest. Ein Freund. Ich bin übrigens stark erkältet, wie ihr hört, ne? Ich mache keine Witze, Kumpel. Die Kündigungsschreiben trifft bald bei dir ein. Denk lieber an deine Zukunft und die wenigen kostbaren Tage, die dir noch bleiben, bevor deine Sicherheitsfreigabe aktiviert wird. Aha. Wie besprochen, solltest du das besagte Objekt möglichst bald übergeben. Geh davon aus, dass du beobachtet wirst. Ist nur eine Frage der Zeit, bis du dran bist. Alles klar. Und was willst jetzt du von mir? Wir konnten noch gar nicht über die Erlebnisse bei dieser Städte sprechen. Bei diesem Tempel? Wie soll ich es nennen? In all meiner Zeit zwischen den Sternen habe ich noch nie von etwas derartigem gehört. Was war das? Was glaubst du? Kommt die damit ums Eck? Ich war wunderschön, hat mir solchen Worten nicht erträumt. Falls du noch Antworten suchst, bist du bei mir falsch, Natuel. Ich sah nach keiner Kultur aus, von der ich je gehört habe. Bei der ganzen Sache war mir vom Beginn an Mond. Ach, nur das. Ito. Und das geht vermutlich jedem so, der je gelebt hat. Oder geht das zu weit? Gewiss, es ist noch zu früh für Spekulationen, wer ihn errichtet hat. Aber wie können wir nicht spekulieren? Was sagt dir dein Gespür? Ui, Moment. Wir sollten nicht wild spekulieren, setzen wir unsere Suche. Na, vielleicht gibt es da draußen jemanden, dem wir einfach noch nie begegnet sind. Ich habe keine Vision, habe keine Stimme gehört, falls das deine Frage war. Ich setze meine Grenze auf magische Zauberfeen. Es kann unmöglich von Menschenhand erschaffen worden sein. Ich mach mal das. Ein verständlicher Eindruck. Aber daraus folgt... Es tut mir leid. Nach allem, was du durchgemacht hast, sollte ich mich nach dir erkundigen. Geht es dir gut? Spürst du Nebenwirkungen? Ich hatte bisher noch gar nicht darüber nachgedacht, aber jetzt hast du mir Angst. Nee, abgesehen von einer fantastischen neuen Kraft, nö. Glaubst du, es gibt Nebenwirkungen? Mach mal das. Niemand kann wissen, was passieren wird. So ist das bei noch nie dagewesenen Dingen. Abgesehen... Sonst geht's mir gut. Ja, abgesehen davon, meinte ich. Ich habe allein das noch immer nicht ganz begriffen. Die Artefakte, der Tempel, deine neue Fähigkeit. Offenkundig hängen sie alle zusammen. Diese Sache ist viel größer, als wir geahnt haben. Wenn du
das vorbei ist, sind wir Stinker. Das ist blöd. Wir haben es nur so weit geschafft, weil wir zusammengearbeitet haben. Mach mal das. Ja, das stimmt. Und wenn wir weiterhin zusammenarbeiten, finden wir vielleicht Erklärungen. Wir müssen nun erst recht weitermachen und versuchen, diese Mysterien zu ergründen. Judy, wir ergründen, ja, machen wir ja gerade. Dass wir zahlen müssen. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier wieder zu dem Dings, ne? Hier war noch die Lounge, wo wir jetzt noch hin müssen, ne? Lass mal hier schauen. Wo wir jetzt hin? Davor. Man, die stehen aber auch alle in meinem Weg. So, wo geht's hin? Ja, genau, es geht in die Lounge. Müssen wir mal schauen. Guck mal, wir haben das ganze Ding. Was müssen wir noch? Fauna müssen wir noch zweimal erforschen hier. Okay, Musik. Mach auf die Tür. Trade Tower. Erinnert mich an den BCA Tower in Jakarta. Rooftop-Bar. Ich komme jetzt nicht mehr auf die Name Sky. Sky heißt der Laden. Hieß, heißt, gibt's ja noch. Was gibt's? Da gibt's auch das in dem anderen Bunker oben, das Altitude. Ja, was? Möchtest du vielleicht was trinken? Ja, ich. Lust auf eine Dröhnung? Hier kriegst du sie. Ich würde gerne wissen, wie man hier ein Penthouse kauft. Das ist das teuerste, das ist Schrott. Das kostet 230 oder sowas. Dürfte ich mir die Karte ansehen? Gibt es irgendwas auf der Karte besonders? Wer hat die Musik für diesen Laden gemacht? Was kannst du mir über Verwalter Bayou erzählen? Was ist denn das Ben eigentlich? Ben und ich sind gute Freunde. Er hat mir den Job hier in der Astro Lounge gegeben. Er ist ein guter Mann. Ein echter Philanthrop. Die Bürger von Neon liegen ihm am Herzen. Er sorgt dafür, dass alle Arbeit haben und gut versorgt sind. Was kannst du empfehlen? Kommt drauf an, ob du Hunger oder Durst hast. Hunger. Ach, du bist ein kleiner Foodie. Das freut mich. Die Qualität unserer Küche ist ebenso berühmt wie die unserer Drinks. Äußerst empfehlenswert ist unser Melonenkaviar. Köstliche, salzige Kügelchen von Hydrokulturmelone aus unserem hauseigenen Aquagarten. Und zum Abschluss unser Lounge Special Strip. Ein gegrilltes Steak auf Sojabasis an frittierten Kartoffelstäbchen. Köstlich. Ist da etwas für dich dabei oder suchst du was anderes? Gehen wir zurück. Komm bald wieder. Toll. Ja, okay, dann müssen wir nach der. Das kann ich ihn gar nicht fragen. Jetzt wieder. In der Astro Lounge. Okay, dann brauchen wir die Sicherheit. Die Astro Lounge gehört zu den sichersten Orten in Neon. Dort werden nur die besten Kräfte eingesetzt. Angenommen, im Fall eines Kampfes wäre ich auf Security angewiesen. Angenommen, ich will die Türen verriegeln können, damit niemand verschwindet. Wo genau kann ich ein privates Meeting abhalten? Private Meetings finden oben statt. Nimm den Aufzug. Ich befürchte, das lässt unser Brandschutz nicht zu. Und du solltest wissen, dass unsere Türen über ein hochmodernes Schutzsystem verfügen. Was ist, wenn geballert wird? Dann wäre das VIP-Paket der Astro Lounge was für dich. Für eine geringe Gebühr ist unsere Security auch deine. Eine angemessene Gebühr ist auch in unserem Sinne. Okay, was brauche ich? 4 Punkte. Komm mir entgegen und ich verspreche dir so oft, wie es geht, so hast du ein Unternehmen wie Schrott genießt doch bestimmt schon VIP-Status. Du arbeitest für Stroud Eklund? Dann sollten wir uns einigen können. Ja. Der Preis ist so hoch und das weißt du auch bei das. Wenn es dir nicht gefällt, such dir jemand anderen. Wir finden bestimmt eine Lösung. Ja, das hoffe ich. Schön, dass du langsam meinen Standpunkt akzeptierst. Ich versuche vernünftig zu sein. Bin noch gespannt, vier Riesen was vorher. Falls du noch interessiert bist, bieten wir dir gerne einen Rabatt an. Ja, ausgezeichnet. Lass mich nur den Rabatt abziehen und fertig. Wir hoffen, dein Meeting verläuft wie gewünscht. Prüfe die Türsteuerung. Okay, ich prüfe. Viel Spaß bei uns. Wo muss ich denn hin? Da hinten hin. Ich gehe mal hier die Treppe runter und hüpfe nicht da übers Geländer, ne? Ist Schatzlein tanzt oder wie? Wo ist die? Die ist da oben.
Das wäre ja erstmal der Hit, wenn die das machen würde. Aber nein, hat Bethesda nicht weit genug gedacht. So, hoch geht's. Das war jetzt aber nicht irgendwelche Musik, die da irgendwie YouTube jetzt vertüdelt, ne? Mit Copyright. Nicht, dass die sowas... Ach Gott, da hinten muss ich hin. Mann! So, hier. Weißt du, warum der Crimson Fleet überall zu sein scheint? Ja. Nee. Okay. Ach so, das ist wieder so ein blödes Terminal. Ach, auch noch ein Steuer. Okay. Was haben wir hier? 2, 4, 6. Das ist ziemlich weit auseinander. Das geht hier, da geht das hin. Das war der. Der ist auf keinen Fall. So. Dann brauche ich einen mit 2, 4, 6. Das ist 3. Das wäre dann der hier, aber der passt ja nicht. Doch, der passt so. Und wäre das denn der? Ja. Schlüssel verwenden. Schlüssel verwenden. Sag doch, dass das geht. Der und der, jawohl. Knacken von 5 Schlössern. Guck mal, haben wir es gerade geschafft. Türsteuerung. Sprich mit Walter. Neuer Nutzer zur Türsteuerungsüberbrückung wird hinzugefügt. Mit dem bestätigten Gäste kann der VIP-Lounge insgesamt einmal verriegelt werden. Okay, dieser Raum wurde reserviert für vertraulich. Die Planungsschwierigkeiten bitte an. Okay, einmal kann der verriegelt werden. Für Computersysteme hat mir immer die Geduld gefehlt. So, so gestolpert. So, dann gehen wir mal zu Walter, ne? Wenn wir runterfahren. Nee, keine Waffe ziehen. Hier ums Eck bitte. In der Fahrstuhl, der war doch jetzt hier irgendwo da. Walter, mir komme. Ja, okay. Ja, doch, Tanzfläche ist unten. So, dann müssen wir nämlich hier raus. Mann, ne? Der strickt den Aktenkoffer durch die Ach hier an, die haben wieder Drogenbänder gebracht. Und die Bürgerin gehen, das kann ja nicht so toll sein. Der ist jetzt bestimmt wieder am anderen Ende der Stadt. Hä? Muss ja hier runtergehen, ne? Ja. Ach gut. Ach, da ist ja hier ums Eck. Ach nee, jetzt wird man hier wieder. Das war, wenn man den Scanner anhand, aber auch keine E-Taste drücken kann, ne? Firmensitz, genau. Hoch, runter, runter, hoch. Meine Güte, du. So, Walter. Bist du fertig jetzt mit deiner alten? Ihr wolltet ja einsam, zweisam. Hau ab, bin im Dienst. Was? Hier, das steht da, die Chefin. Hier, also bitte. So, bitte. Wie ist es gelaufen? Gut. Der Verkäufer ziemlich verzweifelt. Nee, der hat euch abgesichert. So. Gut, dann brechen wir auf. Adieu, meine Liebe. Bis zum nächsten Vorstandsmeeting. Oh, ich behalte eure kleine Aktion im Blick. Nur für den Fall. Viel Glück euch. Ach, jetzt rennt man wieder zur Lounge. Meine Güte, du. Aber habt ihr keine Telefone mehr? Im Jahre, wann auch immer das spielt? Mal anrufen können. So, weiter. Ab in die Lounge. Könnte für einen Kaffee glatt jemand umlegen. Nee, jetzt wird kein Kaffee getrunken. Bier kannst du kriegen. So. Sprich mit Walter. Guck mal, der ist schon vor mir da. Ist schon zugedröhnt hier. Na gut, da wären wir. Keine Ahnung, wie der Verkäufer aussieht, aber er hat einen Sicherheitskoffer dabei. Größer als normal. Groß genug, um das Artefakt zu verwahren. Teilen wir uns auf. Die Losung für den Verkäufer lautet Ramsey und Travers. Ramsey und Travers, der Entdecker des Neongases. Ist das so?
Ein Hehler ist nicht unbedingt darauf aus, seine Identität zu verraten, weißt du? Losung? Unter anderen Umständen hättest du meiner Meinung nach einen guten Schmuggler abgegeben, Walter. Nochmal. Ramsay und Travers. Wir treffen uns in der Nähe des Lifts. Kann ich mir das merken? Also, wir treffen uns in der Nähe des ABR. Ein Sicherheitskoffer. Hey, willst du tanzen? Oh Mann! Yeah. Ich kann fliegen! Treffen wir jetzt hier... Okay. Cyberpunk, Hallo? Wie heißt er nochmal? Ich guck gerade nach... Hey. Das ist er. Das ist ein Sicherheitskoffer. Was ist? Ich bin mit meinem Drink beschäftigt. Ich gehöre zu Samwise in Gaba, schicke Anstecknadel. Ich gehöre zu Ramsay und Treffers. Ach ja? Ihr habt in ein paar Minuten ein Meeting, oder? In einer dieser schicken VIP-Lounges. Da fällt mir ein, dass ich los muss. Pardon. Das klang jetzt irgendwie komisch. Walter? Der Verkäufer ging gerade vorbei. Gut. Hä? Wenn das vorbei ist, schuldest du mir was. Er war zugeknöpft. Überrascht aggressiv. Mich nicht. Schließlich geht es um Diebesgut. Da kann viel schief gehen. Bevor es losgeht, erkläre ich dir, wie es ablaufen wird. Er wird das Doppelte der abgemachten Summe verlangen. Ganz normal. Vielleicht droht er auch zu gehen. Letztendlich spielt der Kaufbetrag keine Rolle. Das Sonderkapital von Stroud Eklund... Das sind nur Peanuts für dich und mich. Unser Ziel ist, ihm diesen Chip im Tausch gegen das Artefakt anzudrehen. Dazu ist jedes Mittel recht, solange wir hinterher noch leben. Alles klar? Wenn es brenzlig wird? Darum bist du hier. Wir sollten Kontenance bewahren, aber zur Not schnappen wir uns das Artefakt und hauen ab. Sieh es als letzten Ausweg, ja? Ich habe einen Ruf zu verlieren. Das klingt nach Mist. Ich zieh mal die Waffe in der Lounge, ne? So. Ja. Aber ich mach mal speichern. Und zwar nicht den Schnellspeicher, sondern den hier. Und ab geht's. Einmal können wir den Raum verriegeln, wurde gesagt. Doch hier ums Eck gewickelt. Wenn sich die Gangs heute mal nicht umbringen, könnte das... Doch, es wird zu einer Schießerei kommen. Warte mal. Du bist Stroud? In echt siehst du anders aus. Ich kann mich über sich bewegen. Es ist mir etwas peinlich, aber unsere PR-Abteilung bearbeitet die offiziellen Fotos stark nach. Bleibt dein Bodyguard die ganze Zeit stehen? Das macht mich nervös. Sind Drohgebärden wirklich nötig? Na gut. Das Objekt befindet sich in diesem Koffer? Ja, hier ist es. Ah, sieh mal einer an. Ist ein Unikat und du willst es. Ich habe den vereinbarten Betrag. Sorry, aber jetzt will ich das Doppelte. Wie soll ich das bitte hinkriegen? Keine Ahnung, aber dein Bodyguard hier hat schicke Ausrüstung. Warum steuert der nicht was bei? Auf zu bluffen. Wir wissen, dass du loswerden musst. Sei vernünftig. Wir können uns das Doppel nicht einfach aus dem... Stellt sich die Frage, ob ich das noch habe? Mach mal das. Ach, wirklich? Kann mich nämlich immer noch nicht bewegen. Wer hat geplaudert? Spielt das eine Rolle? Du steckst in der Klemme und wir wollen immer noch kaufen. Für die vereinbarte Summe. Ich bin auf der Flucht, okay? Ich muss verschwinden. Darum brauche ich jetzt mehr. Ist nicht unser Problem. Wir hatten eine Abmachung und jetzt willst du sie brechen. Ist Walter Stroud etwa so knapp bei Kasse? Dann mache ich jetzt den Abflug.
Aber das Geld brauchst du trotzdem noch. Jetzt verriegel ich die Tür. Was zum Security! Wir haben die Lage im Griff. Geh auf unser großzügiges Angebot ein. Nimm das Geld. Also gut. Okay. Es gehört euch. Hoffentlich sehen wir uns nie wieder. Ohne Ballerei. Gut gemacht. Das war riskant, aber es hat funktioniert. Ab nach Hause, oder? Ich sehe da immer noch ein Problem. Begib dich zum Ausgang. Sofort stehen bleiben. Ich wusste doch. Ihr habt Eigentum von Slayton Aerospace. Ah, also war Slayton der Vorbesitzer. Das muss nicht sein. Schließlich ist in Neon alles erlaubt, oder? Übergebt Mr. Slaytons Eigentum. Sofort! Sie werden bedroht. Angreifen, die Schießerei mit Fußsoldaten ist genau mein Ding. Mach mal das. Gibt es hier ein Problem? Ja, dieser bewaffnete Schläger wollte uns bestehlen. Lasst unsere VIPs in Ruhe. Und zwar sofort. Also gut, aber du kannst nicht ewig in der Astral Lounge bleiben, Stroud. Nicholas Slayton meldet sich bei dir. Slayton, stehen viele Mittel zur Verfügung. Ein bewaffneter Trupp in der Astral Lounge. Slayton muss es mit dem Artefakt wirklich ernst sein. Verschwinden wir schnell von diesem Planeten. Hoffentlich hat es dir in der Astral Lounge gefallen. Warte mal, kann ich... Begib dich... Ah, ich muss zum Eingang, okay. Keine Schnellreise. Alles klar, los, komm mit. Komm schon. Bin mal gespannt, was das jetzt wird. Das haben wir nämlich dann gesucht. So. Ach, Chefin. Ist etwas schiefgelaufen? Slayton hat ein Kopfgeld ausgesetzt und ein paar Leute geschmiert. Euer Schiff wurde am Raumhafen beschlagnahmt. Das war unser Fluchtweg. So viel zu ganz einfach, Walter. Wer ist Nicholas Slayton überhaupt? Wir haben uns erfahren. Ja, mir ist schon klar, dass nicht alles nach Plan verläuft. Slayton Aerospace hat hier im Trade Tower eine Niederlassung. Nikolaus muss dort sein. Oder zumindest in der Nähe. Gehen wir in ihr Foyer. Vielleicht empfängt er uns ja. Begib dich ins Headquarter. Okay, oje, was wird denn das jetzt? So, dann gucken wir mal. Müssen wir wahrscheinlich wieder zigmal Fahrstuhl fahren. Ja. Aber dann gucken wir mal, was passiert. Ich habe noch die Schrotflinte gezückt als aktive Waffe. Schätzelein ist ja auch dabei. Ob Walter schießen kann, weiß ich nicht. Slayton Security, Level 14 sind die. Guten Tag. Bin's. Willkommen bei Slayton Aerospace. Wie kann ich helfen? Ist Nicholas Slayton zu sprechen? Angreifen? Was ist das hier für ein... Ja, komm mal. Ich befürchte, Mr. Slayton ist sehr beschäftigt. Was will die 2, 4, 6? Oh Gott, 6 will sie. Mach das mal. Vielleicht kann ich euch zwischenschieben. Auch die 3. Ich sag, die Waldstätten erwartet mich. Es wird gar nicht lange dauern. Es gab nur ein Missverständnis zwischen uns beiden. Mach das mal. Für Streitigkeiten hat Mr. Slayton gerade nicht genug Zeit. Alle. Tatsächlich hat er jetzt gerade Zeit. Was ist In das? Diesem Fall können wir eine Ausnahme machen. Mr. Slayton hat jetzt Zeit. Der Aufzug ist da drüben. Management-Zugangscode hinzugefügt. Aha. Das wäre so ein blöder Roboter. Ja, dann gucken wir mal, was das jetzt wird. Slayton. Hatten wir eigentlich schon mal das Vergnügen mit dem Typen? Warte. Wir sind noch nicht ganz oben. Er hat uns bemerkt. Walter. Erst bestiehlst du mich. Dann brichst du bei mir ein. Ziemlich gewagt. Aber damit werde ich fertig. Ach, wir sitzen fest. Hallo, Walter, Liebster, hörst du mich?
Issa? Es hat etwas gedauert, aber jetzt hat mir einer von Slatons Sicherheitsberatern Zugriff gegeben. Hab ihn geschmiert. Gut, der Weg ist frei. Halt dich einfach an ihre Anweisungen, sobald die Türen aufgehen, okay? Oh oh. Warte mal. Sobald Slaton mitbekommt, dass wir ihm nicht mehr ausgeliefert sind, hetzt er uns seine Leute auf den Hals. Uns bleibt nicht viel Zeit. Ich weiß, dass ich das schon mal gesagt habe, aber das wird ganz einfach. Die Türen öffnen sich in 3, 2, 1. Vorsicht! Slatons Wachen und Angestellte sind überall. Über das Lüftungssystem könnt ihr euch unbemerkt bewegen. Rechts neben dem Aufzug ist eine Abdeckung. Aha. Interessant. Kommt ihr mit? Danke. Das ist der Aufzug, den ihr benutzt habt. Da müsst ihr rüber und dann weiter bis zum Ende. Hey, was wollte ich denn sagen? Ich kann doch jetzt hier die Angestellten jetzt hier nicht über den Haufen schießen. Nehmen wir mal hier. Schnell speichern. Lasst euch fallen und folgt der Leitung entlang der Abzweigung bis zum Ende. Kommt ihr? Über euch ist eine Öffnung. Klettert hoch. Kommt ihr? Danke. Ist auch geil gemacht. Wohin? Ach, der beamt sich irgendwo hin. Der Raum unter euch ist leer. Runter da. Juhi. Wartet. Hinter einer der Türen sind Leute. Ich sorge für eine sichere Route. Die Tür zu eurer Rechten ist offen. Los. Nach links. Aber geht noch nicht durch die Tür. Im Gang befindet sich ein Roboter. Wartet. Er geht den Gang runter. Jetzt geradeaus durch die Tür. Geht bis zum Ende weiter. Die haben uns aber gesehen. Tja, hier ist wohl doch nichts. Ah, jetzt haben sie nicht mehr gesehen. Okay. Soll ich weiter? Ich speichere nochmal. Was? Ach, die hier. Da ist noch ein Roboter vor euch. Wartet, bis er weg ist. Dann geht geradeaus durch die Wartungstür zur nächsten Sicherheitsschleuse. Jetzt! Was? Das ist doch... Ich kümmere mich darum. Die Security ist in höchster Alarmbereitschaft. Schleichen kommt nicht mehr in Frage. Nee, kommt nicht mehr in Frage. Ihr müsst euch durchkämpfen. Jo, danke. Ich versuche, den Roboter zu deaktivieren. Ja, mach mal bitte. Geschafft. Sie verschlüsseln die Protokolle. Nochmal klappt das nicht. Warte mal, ich nehme mal hier eine andere Waffe. Ist ja übel. Gib lieber ab. Oh, warte. So, jetzt geht's aber hier rund. Mann, Hölle, was macht der denn mit ständig mit hier? Weg sind sie. Ich pack's nicht. Was packst du nicht? Ja, es gibt ja ein bisschen Lassen gerade. Das lohnt sich immer. Man weiß nie, was man in den Taschen findet. Geballer. Wo geht's hin?
So, lass mal gerade gucken hier. Gleiche Teilchen. Das ist, glaube ich, da, okay. Was haben wir hier noch? Das ist, glaube ich, Schrot. Okay, jetzt hier weiter. Die Tür da sollte euch nach draußen bringen. Ja, mach. Draußen? Sollen wir den Trade Tower etwa hochklettern? Es gibt da mehrere Stege, die direkt bis unter die Chefetage führen. Huch. Gut, das sollte nicht passieren, dass dir die Sprache da ab... Nach dir, schätze ich. Klettere den Trade Tower hoch. Speichern. Wo soll man hin? So, weiter. Los. Weiter im Takt. Da ist auch Medipack. Hoch hier. Kommt ihr? Da bist du ja. Stirb endlich. Nimm das. Wo ist er? Wir sind da oben. Gehen wir hier? Hier hoch, oder? Weiter los, komm hoch. Hier hoch. Hier rein irgendwo. Okay, dann kommen wir hier wahrscheinlich hoch, oder? Oh. Ich räume mal ein bisschen auf, ne? Macht ja sonst keiner außer mir hier. Kommt hier mal? Da muss ich hin. Ah, hier ist eine Tür, alles klar. So, wir müssen auch ein bisschen Waffen modifizieren. Da müssen wir auch die Forschung machen. Rein hier. Stelle Niklas Slayton zur Rede. Oh, das kann ich. Was kommt? Das Terminal? Nö. Ihr landet direkt bei den Aufzügen für die Chefetage. Ich rufe den am anderen Ende. So gelangt ihr nach oben. Da ist er. In Momenten wie diesen liebe ich es einfach, in Neon Geschäfte zu machen. Ihr stehlt mein Eigentum. Ich halte euch in der Stadt fest. Ihr schleicht euch in mein Büro. Ich riegle es ab. Was für ein Showdown. Schick die Waffen weg, Slayton. Es gibt... Und gib mein Schiff angreifen. Macht dir das Spaß? Dir nicht? Irgendwo in deinem Geist, jenseits des Adrenalins und des Tunnelblicks, genießt du diese Situation. Das ist ganz normal. Schick die Waffen weg. Ihr habt mein Eigentum. Und ich das eure. Das nennt man wohl ein Patt. Allerdings sind wir in der Überzahl. Deine Söldner haben uns nicht aufgehalten, denen solltest du nicht trauen. Eine gewagte Aussage, die unser Patt aber nicht auflöst. Vielleicht kann ich helfen. Wir sind beide Geschäftsleute, Nikolaus. Sogar im gleichen Bereich. Ja. Ich sehe das Potenzial. Allerdings gibt es da noch ein kleines Detail. Mr. Musgrove wurde gefangen genommen. Er ist mein ehemaliger Angestellter und der Dieb, der für unsere Begegnung verantwortlich ist. Es wäre zum Vorteil unserer neuen Partnerschaft, wenn ihr über seine Strafe entscheidet. Sein Dieb sollte an die Behörden übergeben werden. Ihr könnt ihn also gehen. Wir könnten ihn also gehen lassen. Wenn ihr das so wollt, müsst ihr es ihm nur sagen. Um den Rest kümmern wir uns. Wenn uns keine wichtigen Infos fehlen, wäre das wohl am vernünftigsten. Jo. Musgrove wurde in mein Büro gebracht.
Wenn ihr euch wiederseht, schließt sich für euch der Kreis. Das Leben dieses Mannes verschonen. Auch wenn er uns wohl nicht verschonen würde. Aber das tut nichts zur Sache. Na gut, komm, dann gucken wir mal. Gesund siehst du nicht aus. Aber ganz ehrlich nicht. Wenn wir hier gleich hier drucken, dann macht er nämlich einen Screenshot. So, Alter. Oh nein. Ihr, Slayton, hat wirklich einen kranken Sinn für Humor. Warte mal, wo ist das Geld, Maskow? Nach das. 10 Jahren in der Raumfahrttechnik hat man mich einfach gefeuert. Was soll ich da anderes machen? Die versprechen einem, dass man es mit Talent und Fleiß weit bringen kann. Doch in Wahrheit geht es nur darum, wer am besten und am meisten stiehlt. Bitte, ich wollte bloß etwas verkaufen, okay? Das ist doch ganz normal. Sei nachsichtig. Auch wenn wir jetzt mit dem Bestohlenen zusammenarbeiten, hat seine Aktion uns genutzt. Alle stehlen dir, weil das in den Knast, weil du erwischt wurdest. Du bist eh tot. Mach es kurz und schmerzlos. Das in der Mitte haben wir dem Typen eben gesagt. Und Andrea hat das auch gesagt. Also lass mich jetzt nicht gehen und mach nicht das, sondern mach das. Das soll Gerechtigkeit sein? Naja, lieber im Knast als tot. Offenbar hast du jetzt alle Zeit der Welt, um über diesen Ansatz nachzudenken. Im Gefängnis. Ich sorge dafür, dass die Neon Security ihn in Haft nimmt. Ihr könnt gehen. Gehen wir. Reden wir auf dem Schiff weiter. Begib dich zu deinem Schiff. Kann ich das eigentlich jetzt so machen? Nee, kann ich nicht. Na gut, dann machen wir das mal so. Müssen wir halt nicht mit dem Fahrstuhl mit halt mal fahren. Und dann gucken wir mal, was da noch passiert. Haben wir jetzt ein neues Artefakt oder nicht? Wo ist das eigentlich geblieben, das Ding? Das hatten wir ja da. Hier müssen wir hin. In dem Koffer. Echt jetzt? Muss ich das ganze Ding hier? Ich will nicht mehr in Entlüftung, warte mal. Gehen wir da lang. Können wir mal den normalen Weg gehen? Oder ist das hier verboten, den normalen Weg zu gehen? Was ist denn das jetzt für ein Mist? Warte mal. L. Begib dich zu deinem Schiff. Kurs festlegen. Begib dich zu deinem Schiff. Landeziel. Die Schnellreise ist an diesem Ort momentan nicht verfügbar. Ja, genau. Okay. Na, von hier will ich nicht laufen. So. Wie mockt man denn das jetzt? Wenn wir das anders machen, dann müssen wir hier rum. Geht. Mr. Slayton ist fertig mit euch. Genau, wir müssen nämlich diesen Fahrstuhl hier benutzen. So wird er nämlich den Schuh draus. Und fahren hier mal zur Lobby. So, dann haben wir es nämlich auch gleich. Denke ich mal. Dass man jetzt auch das ganze Ding hier laufen muss. Oh, meine Erkältung, da ihr hört es ja an der Stimme, ist ja übelst. Übelst, wie viel trage ich eigentlich mit mir durch die Gegend? Ich habe ja so gut wie nichts gelootet. 78. Upsi. Hier müssen wir hin. Gehen wir zum Raumhafen jetzt, oder? Ja. Machen wir es halt auf die alten Mundiaten laufen, halt, ohne uns hier durch die Gegend zu bieben. Komm hier mit. Jo, beide. Beide dabei. Haben wir hier schön Ballerei gemacht im Tower. Ohne. Die sind nur Level 8 gewesen. Mit welchem Level macht man eigentlich diese Quest? Okay, die Roboter sind immer ein bisschen übel, aber da hatte ich die falsche Waffe. Mit der Elektronikwaffe. Es sind erstaunliche Mühen nötig, um hier Leben zu ermöglichen. Wenn sich Credits verdienen lassen, kannst du die ganz einfach killen. So, dann gehen wir mal hier rein. Immer wieder ein schöner Moment, zum Schiff zurückzukehren. Jo. Ach Gott, der ist auch noch hier ins Cockpit. Wann geht's denn hier mal weiter, echt?
Auftrag erledigt. Wie viel hat das Ding eigentlich gekostet? Wir haben nur den einen besprochen mit 1000. Sprich mit Walter. Sprich mit Walter, muss ich aufstehen, weil verlassen kann ich ja nicht. Ein Deal mit dem Mann, der uns töten wollte. Das haben wir gut hinbekommen, meinst du nicht? Das ist ein hübsches Paar, du, deine Frau. Nachher will ich Sebastian Banks Rede von dir hören. Mach mal das. Sehe ich auch so. Dieses Leben passt zu uns, oder? Wir müssen uns, hoffe ich, nicht immer so verausgaben. Das soll nicht Gewohnheit werden. Das war ein großer Erfolg. Danke, dass ich den neuesten Stern am Himmel der Constellation begleiten durfte. verzeih das Wortspiel. Hebe von Neon ab. Na gut, dann machen wir das mal. 10.000 Credits. Ich will auch zu den Sternen. Wenn du Zeit hast. Wieso habe ich den Verdacht, dass wir jetzt angegriffen werden? Wenn man jetzt keine Schnellreise zur Loge machen kannst und so. Positionsmanöver. Und jetzt sind wir im stabilen Ort. Etwas, auf das ihr kein Recht habt. Ihr habt eine Chance, das Artefakt zu übergeben und euch von diesem Weg abzuwenden. Sonst töten wir euch. Oh, diesen Schiffstyp kenne ich nicht. Ich wusste's. Denn um Erlaubnis gebeten? Glaube nicht. Bitte, sagt uns, was die Artefakte sind. Wozu dienen sie? Habt ihr sie erschaffen? Warum habt ihr mehr Anspruch darauf als die Menschheit? Genau diese Fragen dürfen wir euch nicht beantworten. Gebt eure Wissbegierde auf oder geht daran zugrunde. Oh oh. Doch ihr sprecht unsere Sprache. Wir wissen alles über euch. Und darum darf eure Art das Artefakt nicht besitzen. Kriegen wir die erledigt? Je mehr ihr wisst, desto mehr Unheil richtet ihr an. Warum sollte dieses Wissen gefährlich sein? Wir müssen auf Abstand zu euch bleiben. Wir schreiten nur ein, weil wir es müssen. Ach, die Beobachter. Die Scans behagen mir nicht. Die Energiewerte dieses Schiffs sind außergewöhnlich. Oh shit. Fahren wir den Grafantrieb hoch? Das könnte klappen. Kann ich nicht. Und das Auswaschmöbel verschwinden wir von hier. Ich gebe das Artefakt auf. So. Mach Sternstab aus denen. Wir schaffen ich hab das erste gemacht. Festhalten! Ich kann den Grafantrieb nicht aktivieren. Es gibt da etwas, worüber ich reden möchte. Ich kenne mich da aus. Aber komm mal vorbei und wir reden. So, und dann. Also doch schießen. Sternenblütern höre ich zum ersten Mal. Mein Gehirn schlägt gerade Funken. Wir müssen uns unverzüglich bei der Loge sammeln. Noelle soll unsere Scans von diesem Schiff analysieren. Alle sollten davon erfahren. Definitiv. Hast du eine Minute Zeit? Oder auch ein paar Minuten? Hast du kurz Zeit? Ich will gerne mit dir reden. Gott, wer will jetzt hier alles mit mir reden, echt, ey? Alpha Centauri. Ist ein bisschen weit weg. Also wir gehen jetzt zur Loge. Und müssen zu dem und sagen, hier, Ziel festlegen, landen.
So, wenn wir jetzt da gelandet sind, dann geht's weiter in der nächsten Folge, weil die geht nämlich jetzt hier gerade 59 Minuten und 57 Sekunden, so wie das aussieht. Und die Festplatte ist bald voll. Warte, wir gucken jetzt, tun wir nochmal schön landen. Jetzt stehen wir den vor der Loge wahrscheinlich da. Sonst vergisst man fast die Menschen, die auf dem Unterdeck leben. Ja, und Sarah wird auch noch mit uns sprechen. So, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.